Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur Folge 25 LS19 Ravenport. So, wir haben. Jetzt wollte ich gerade den Dünger. Wir haben Feld 1 gestern angesät. Das haben wir fertig gemacht. Ich wollte jetzt gerade in den Drescher springen, weil wir gesehen haben, dass die Felder ja fertig sind, die ersten beiden. Die sind erntereif. Beide gleichzeitig, verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel, aber soll uns egal sein. So, jetzt müssen wir aber doch noch, was ich jetzt beinahe vergessen hätte, Feld 1 zu schnell düngen. Und dann erst können wir ernten. Immer mache ich noch das blöde Radio an, weil die Kamera jetzt mal woanders ist. Bin mir noch gar nicht sicher, ob das besser ist als vorher. Ich hatte die Kamera immer auf einer Taste am Lenkrad. Ist halt verdammt blöd, wenn man gerade am Lenken ist und möchte die Kamera verstellen. Dann muss man jedes Mal einen Knopf suchen. War nicht so praktisch. Aber es ist irgendwie auch genauso wenig praktisch hier an der Konsole. Ich weiß noch nicht, vielleicht sollte ich das auf die Maus legen. Eventuell lässt sich da was machen, dass ich so eine von diesen Vor- oder Zurücktasten dafür benutze. Weil mit der Kamera, mit der Maus steuere ich auch hier die Kamera. Da wäre es eigentlich nur sinnig, das so zu machen. Ja, super. Ich bin ein Held. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe vergessen, den Düngestreuer aufzufüllen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich leider zu spät. Und dann sollten wir uns auch nochmal... Ah ne, wir haben den Kercher. Wir haben ja einen Kercher. Wir sollten das Fahrzeug auf jeden Fall mal sauber machen. Der sieht ja echt aus wie Schwein. So kann man sich hier nicht sehen lassen. Halten die mich alle für einen armen Bauern. So, dann einmal da hinten drunter. Schon mal die Plane aufmachen. Ja. Wo ist denn der Trigger? War wahrscheinlich nur noch nicht weit genug. Jetzt haben wir ihn. Dünger. 12.000 Liter Start. 12.000 minus 3.000 ist immer noch genug. Dünger geht ja auch nicht ganz so schnell raus. Licht hier unten irgendwas. Irgendwie fühlt sich das hier komisch an. So. Ja, die Auffahrt ist sehr rundlich auch geworden. Also gerade so auch zu den Seiten hin. Eigentlich nicht original. Aber ich dachte mir, bevor ich da Kanten reinhaue, über die man dann wieder stolpern kann. Wo man gegenfahren kann oder gar umkippen kann. Dachte ich mir, lieber mache ich es rund. Und auf geht's. Das kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall gemeistert und wir könnten noch anfangen mit der Ernte. Ging jetzt ja auch doch furchtbar schnell. Also bislang noch gar kein Freilauf hier. Und ich habe auch, als ich den Landbau? Naja, die Formung und Umbaumaßnahmen von unseren Sachen hier. Alter, jetzt will ich's wissen. Wie nennt sich das? Landschaftsbau. So. Garten und Landschaftsbau. Als ich das gemacht habe, habe ich natürlich auch die Zeit auf Echtzeit zurück runtergeschraubt. Damit ich hier nicht schummel. Und dennoch sind die Felder so schnell fertig. Und ich weiß halt nicht, warum beide gleichzeitig, weil zwischen Feld 3 und 2 lag schon eine Wachstumsstufe. Es ist merkwürdig. Aber vielleicht ergibt es sich dann ja beim nächsten Mal jetzt,
Wir machen wieder Stück für Stück ein Feld nach dem anderen komplett durcharbeiten. Und dann passt das vielleicht besser. Denn ich denke mal, wenn wir jetzt Feld 3 ernten, düngen, säen und düngen, dann Feld 2 ernten, bis wir dann da ansehen, müsste mindestens wirklich, also mindestens eine Wachstumsstufe schon dazwischen liegen. Wenn es nicht sogar schon zwei sind in der Zeit. Wir werden Raps auch erstmal nicht verkaufen. Ich hau erstmal alles bei uns ins Lager rein. Und wenn wir dann fertig sind. Naja, was heißt fertig? Im Grunde, wenn wir es wirklich so durchziehen, werden wir nie fertig, weil wir dann von Feld zu Feld immer nur springen. Da müssen wir aber einfach mal gucken. Ich hoffe halt, dass vielleicht eine große Nachfrage relativ zügig kommt nach Soja. Oder wir halt einfach mal einen richtig guten Preis erwischen, wo ich dann den ganzen Vorrat raushaue. Es sei denn, wir haben dann doch mal Luft dazwischen, dass wir uns den Schafstall holen können. Die Luft sollten wir uns einbauen. Ich will den Schafstall jetzt nicht wegen der Felder so weit nach hinten schieben. Den sollten wir auf jeden Fall dazwischen packen irgendwie. Vielleicht sollten wir es sogar noch angehen, bevor wir jetzt ernten. Dann hätten wir zur Not auf jeden Fall ein bisschen Kleingeld. Falls es dann doch knapp wird nach dem Schafstall und so weiter, haben wir zumindest das, was auf dem Feld noch an Ertrag steht, können wir gleich wieder umwandeln. Das lasse ich mir zur nächsten Folge mal durch den Kopf gehen. Was heißt auf die nächste Folge? Eigentlich müssen wir uns jetzt kurz schnell überlegen. Ja, wir holen erst den Schafstall, bevor wir uns an die Ernte machen. So, das haben wir jetzt auch. Dann kann das hier in aller Ruhe wachsen. Und wir können eigentlich mal hier stehen bleiben. Und checken jetzt mal die Lage aus, wegen dem Schafstall. Tierhaltung. Ja, da habe ich jetzt gar nicht genug Geld, nur um mal zu gucken, wenn wir den kaufen, ob der hier mit hinpassen würde. Müsste ich jetzt einen Kredit aufnehmen? Ich werde auch direkt die großen, glaube ich, kaufen. Wobei die große Schafweide können wir uns gar nicht leisten. Und 250 Schafe ist auch übertrieben, dann holen wir uns doch die kleine. 80 Schafe müssen wir erstmal zusammenkriegen, das ist schon eine Menge. Dann platzieren wir hier erstmal nur die kleinen Ställe hin. Und wir können ja später immer nochmal wieder umziehen mit den ganzen Viechern. Kleine Schafweide, so. Ich hatte, als ich das hier gebaut habe, schon mal geguckt und habe mich da schon tierisch drüber geärgert, dass die Schafweide von drei Seiten angefahren werden muss. Was ich jetzt mal sagen würde, deshalb würde ich die gerne mal gucken. Na? Kann ich die nicht hier. Es ging doch aber mal. Ja, wahrscheinlich wegen dem Trigger da vorne. So, hier können wir platzieren. Würde ich jetzt auch machen. Dann hätten wir nach oben hin noch ein bisschen Platz. Da können wir auf jeden Fall noch eine Durchfahrt reinbauen. Das überlege ich nur gerade. Der Trigger, der jetzt auf unseren selbstgebauten Weg zeigt, wird ja wahrscheinlich Gras oder Wasser sein. Dann der andere dementsprechend, ich glaube, das ist sogar Wasser, der andere dürfte dann Gras sein. Dann haben wir hier unten, was gerade zu uns zeigt, also den Scha Eingang, wo Schafe rein und raus gehen und da drüber an der Ecke wahrscheinlich den Wolloutput. Genauso wird es sein, ja.
Das finde ich schon mal nicht so geil. Nee, ich wollte nicht mich drehen. Ich wollte das ganze Objekt drehen, das ging hier. So wäre halt eigentlich erst recht doof. Wobei wir so viel näher an die Straße könnten, aber den dann hätten wir den Voll-Output da an der Straße, das können wir nicht machen. Und wenn wir den hier an die. Nee, finde ich auch doof. So würde ich es mit dem Voll-Output gut finden, dass der da oben ist. Müssten wir allerdings von hier unten jedes Mal mit dem Wasser ran. Ist das wirklich Wasser? Ja, das ist Wasser. Ja gut, okay, das könnte man noch akzeptieren. Da könnte ich tatsächlich noch mit leben. Jetzt müssen wir den mal ein bisschen drehen. Achso, nee. Ja, ich sollte mich auch mal drehen, damit ich das sehen kann hier. Ja, hallo. Darf ich hier irgendwo bauen? Warum denn jetzt so weit weg? Eben konnte ich das mal hier hinbauen. Ist wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Ansicht. Ja. So muss ich wieder ein ganzes Stück hochgehen. Also das Platzieren ist hier schon gar nicht so einfach. Vor allem werden wir hier auch. Hier geht es nämlich bergauf. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hätte ich es nochmal vorher planieren sollen. Ich bin gespannt vor allem, was uns das jetzt gleich kostet. Da sich der Untergrund ja auch noch anpasst. Wir machen das mal eben anders. Falls mir das jetzt gleich überhaupt nicht gefällt, ich speichere das mal eben. Speichern. Dann kann ich wenigstens gleich den Spielstand nochmal laden, falls mir das jetzt überhaupt nicht passt, was ich da fabriziere. So, Schafweide, die kleine, bitte. Dann müssen wir den ganzen Mist nochmal drehen. Am besten gleich so rum. Einmal gucken, dass das hier gerade ist. Ja, so. Jetzt versuche ich mal, ob wir das hier sogar so noch näher rankriegen. So, da. Ich hab's geahnt. Mal gut, dass ich vorher gespeichert habe, weil genau das ist jetzt was passiert, was ich nicht wollte. Das hier müssten wir jetzt nochmal neu planieren. Und das heißt, wir dürfen das gar nicht bis an die Straße ransetzen. Wir müssen quasi auf jeden Fall ein Stück weiter rein. Und die Straße habe ich ja auch gerade zerstört. Ja. Es ist tatsächlich nicht so einfach, seine Gebäude hier zu platzieren. Jetzt ist die Überlegung, ob wir eventuell das ganze Stück hier planieren sollten vorher, dass wir dann hier quasi so eine leichte Auffahrt noch haben, also dass ich mit dem Feldweg langsam hier hochgehe, dass wir bis hierhin planieren, alles auf Ebene von da unten. Es wird natürlich hart mit dem Feld hier aussehen. Fakt ist auf jeden Fall, das muss weg. Dann machen wir es jetzt mal ganz einfach. Wir fahren den Traktor jetzt noch in dieser Folge schnell nach Hause.
Und nächste Folge machen wir einfach mal eine Baufolge. Was heißt, ich werde den Spielstand gleich nochmal neu laden. Beziehungsweise ich werde jetzt einfach gleich abbrechen. Werde den Kontostand mir sichern. Dann uns ein wenig mehr Geld geben. Werde das ganze Ding und dann, also dann werden wir das ganze Teil da unten in der nächsten Folge mal zusammenbauen. Denn ich hatte ja euch eigentlich versprochen, dass wir das mal zusammen machen. Jetzt habe ich den ganzen Kram, was ich bisher gemacht habe, ja schon alleine gemacht wieder, weil ich nicht dran gedacht habe. Jetzt haben wir unsere Chance nochmal. Dann bauen wir nächste Folge mal und gucken, was wir daraus zaubern können. Generell ist das mit dem Bauen wirklich sehr geil schon. Es ist halt nur nicht so einfach. Man kann nicht mal eben einfach so, ne, wie gewohnt im LS17, ah, ich klatsche das mal eben dahin, passt, bumm, sitzt. Geht nicht mehr. So. Okay. Dann bauen wir nächste Folge. Und ja, wir sind auch jetzt fertig. Ziemlich direkt sogar. Ja, das passt ja halbwegs. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich mal wieder, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst gerne ein Däumchen da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Auch könnt ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal kostenlos abonnieren. Glöckchen nicht vergessen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und haut fleißig Kommentare unter das Video. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen und zu antworten. Wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen in der Baufolge wieder. Bis dahin, reingehauen.